Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir den Bazar betreten und sind danach Richtung Gerudo-Stadt gegangen und haben feststellen müssen, dass die komplette Stadt zerstört worden ist. Allerdings haben wir schon gesehen, dass es hier nach unten geht, dass dann eine Untergrundstadt errichtet wurde anscheinend. Waren dann in Rijos Zimmer, haben das Tagebuch gelesen, wo wir vielleicht nochmal reinschauen müssen, um zu gucken, wo wir das dann nochmal antreffen. Weil anscheinend wird sie, wenn sie nicht unten ist, jetzt in diesem Raum, irgendwo beim Üben sein. Da können wir nochmal schnell durchblättern. So. 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 Im Norden. 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 Ruinen im Norden. Vielleicht im Wüstengraben hat sie sich entschieden. Oder das hier natürlich, ne? Lass uns kurz gucken. Ich schaue nach Norden. Ja, dann ist es wahrscheinlich echt die Ruine hier. Wenn sie jetzt nicht unten in der Stadt ist, ne? Wie ihr seht, ist nämlich die Stadt komplett überrannt worden. Und wahrscheinlich ist es irgendeine Aufgabe, die Stadt sauber zu machen. Wahrscheinlich, wenn wir den Boss besiegt haben vom Tempel. Jetzt betreten wir die Untergrundstadt, wenn wir dürfen. Keine Vorkommnisse. Hm? Was, ein Voi? Bist du hier, um Schutz vor dem Sandsturm zu suchen? Hier ist die Untergrundstadt von uns Gerudo. Es tut mir leid, aber kein Voi darf dieses Tor passieren. Oh, du kennst das Wort nicht? Voi bedeutet in unserer Sprache Mann. Es ist Gesetz bei uns, dass wir zu einem bestimmten Alter nicht mit Voi in Kontakt treten. Was ist da draußen los? Ist was passiert? Tja, hier ist ein Voi. Was, ein Voi? Kein Grund zur Sorge, es ist nur ein kleiner Voi, der nicht mal bis an die Gucklöcher reicht, durch die wir reden. Niemand kann ihn sehen und er sollte auch niemanden sehen können. Eigentlich dürfen Voi keine gute Stadt gar nicht betreten, aber wir befinden uns gerade im Ausnahmezustand. Solange du dich der Untergrundstadt fernhältst, werde ich ein Auge zudrücken. Wenn du Schutz vor dem Sandsturm suchst, kannst du dich in einem der Häuser an der Oberfläche ausruhen. Ich muss hier irgendwie rein. Ah ja. Ah ja. Ah, wenn dieser Brief es durch den Wasserlauf schafft und ein Weih meiner Träume erreicht, der draußen lebt, hör gefälligst auf, mit Zeug zu werfen. Dieser Wasserlauf ist mit Quellen an der Oberfläche verbunden. Du verschmutzt das Trinkwasser, wenn du hier Sachen reinwirfst. Wie gemein, ich verschmutze überhaupt nichts. Ich schicke nur Briefe an den Weih meiner Träume. Danke. Und du hältst mich ja nicht mal davon ab, hier reinzugucken, ne? Wie oft soll ich denn noch sagen? Lass die Werferei. Dieser Wasserlauf ist mit der Quelle auf der Oberfläche. Die Quellen. Aber welche Quellen? Die einzige Wasserquelle, die ich bis jetzt gesehen habe, ist halt tatsächlich hier, Wüstenbazar. Oder Moment. Jetzt darf ich hier echt suchen gehen, ne? Es hieß, hinterm Thronsaal wurde was zugemacht. Die hier? Ey, die werden mich doch gleich sowas von kaputt hauen, oder? Ah, scheiß drauf. Ups. No. Haltet ihn. Ah, ich darf hier tatsächlich nicht rein. Ey, komm, echt jetzt? Kein Zutritt für Voi. Kehr auf der Stelle um. Halt. Baila, Kommandantin der Gerudo-Wache. Lange nicht gesehen, Ritter von Hyrule. Schon in Ordnung. Diese Person hat die Erlaubnis der Königin, die Stadt zu betreten und ihre Einrichtungen zu nutzen. Sag das allen weiter. Wenn du dich durch diesen Sandsturm gekämpft hast, ist etwas passiert? Was, die Prinzessin von Hyrule wird vermisst? Wir haben Gerüchte wegen Schloss Hyrule gehört, aber das ist weiter schlimmer als gedacht. Dennoch, Ritter, ich meine Link, ich bin beeindruckt, dass du es durch diesen Sandsturm geschafft hast.
Vor einer Weile kam plötzlich dieser Sandsturm auf. Wir wollten ihn näher untersuchen, aber er brachte Schwärme von Gyptos mit sich und wir waren gezwungen, uns in die Stadt zurückzuziehen. Doch sie sind uns gefolgt, da mussten wir alle in den Untergrund evakuieren. Als Beschützerin dieser Stadt lastet diese Schmach schwer auf mir. Ich würde dir gern bei der Suche nach der Prinzessin helfen, aber jetzt ist keine gute Zeit dafür, es tut mir leid. Königin Riju versucht gerade die Kraft zu erlangen, mit der sie uns aus dieser Lage befreien kann. Wenn du die Königin suchst, solltest du es in den Ruinen im Norden versuchen. Danke! Weiler! Eine starke Kriegerin, die Königin Riju stets zur Seite steht und sie unterstützt. Sie kennt Link von dessen früheren Besuch. Der riesige Zweihänder, den sie stets bei sich trägt, ist Zeichen ihrer Stärke und die dazu, ihre Feinde einzuschüchtern. Baylor zeigt sich als Kommandantin von ihrer strengen Seite, handelt dafür jedoch umso mitfühlender, wenn immer sie sich Sorgen um Riju macht. Reden wir einfach mit ihr. Die Chefin, wo ist sie nur hin? Hm? Oh, du bist der Gast der Königin. Das ist also ein Voy. Sein Kopf müsste so um seinen Halsumfang ungefähr, bei seinen Ohren tippe ich auf. Entschuldigung. Ich habe zuvor noch nie einen Voy gesehen, also habe ich versucht, deine Maße zu schätzen. Warum ich das gemacht habe? Ich stelle Schmuck her. Und da ist es wichtig, dass er richtig passt. Ich bin Kara und ich habe nur selten die Gelegenheit, etwas für Voy anzufertigen. Wenn du möchtest, werde ich also mein Bestes geben, ein paar schöne Stücke für dich zu zaubern. Wenn die Chefin hier wäre, hätte sie dir wahrscheinlich alles Mögliche anfertigen können. Aber sie ist auf der Suche nach Materialien für ihre Schmuckstücke gegangen und bisher nicht zurückgekehrt. Sie war gute Dinge und wollte in der Gegend rund um die Forma-Dünen auf die Suche gehen. Aber die Gegend dort ist Maldora-Gebiet, also ziemlich gefährlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Die verschwundene Besitzerin. Kann ich dir vielleicht behilflich sein? Die Chefin ist zwar nicht da, aber ich würde dir gerne helfen, so gut ich kann. Auf Wiedersehen. Wir sind der beste Laden für Schmuck in ganz Hyrule und meines Wissens auch der einzige, also bis bald. Jetzt können wir eigentlich... Hey, du bist irgendwie ein ganz besonderer Voy, oder? Ich meine, weil die Wachen dich nicht verhaften. Also, was ist denn so besonders an dir? Hey, Talia, du redest lieber nicht mit diesem Voy. Hat dir das Ashai nicht beigebracht? Junge Voy spricht mit Wei. Schon das Glück wird scheu. Ich spreche nicht mit einem Voy. Ich kann nichts sehen, also weiß ich gar nicht, mit wem ich da rede. Ach, das ergibt doch keinen Sinn. Hör mir gut zu, Voy. Wie du ja mitbekommen hast, gibt es einige Regeln in dieser Stadt. Du kannst kommen und gehen, wie es dir beliebt, aber bitte hör auf, damit hier Unruhe reinzubringen. Verstanden, also darf ich hier mit niemandem reden. Du bist ein richtiger Voy, oder? Ja. Wirklich? Sagst du auch die Wahrheit? Die Voy-Lektion haben uns gelehrt, dass Voy dauernd lügen. Ey, Kalana, dass du mir ja nicht mit diesem Voy redest. Warum kannst du nicht mehr wie deine Schwester Maku sein? Ich schaue ihm nicht in die Augen, also alles gut. Ah, in diesem Alter hast du es in Besserwisserei schon zur Meisterschaft gebracht. Moinsen. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall die Herzen, die wir uns so lange verdient haben oder gesammelt haben. So, hier bitte Herzen. Bei Ausdauer haben wir schon gemaxt. Was passiert eigentlich, wenn wir alle Herzen haben? Das werden wir dann schon sehen, würde ich sagen, oder? So. Und noch 3 Herzen kann ich holen. Und dann gibt es auch noch ein Herz beim Tempel, also. Wir kommen voran. Wir kommen voran. So. Sind wir bei 25, 26 Herzen. Wenn wir dann fertig sind mit dem Gebiet, also mit dem Tempel, sind wir bei 27 Herzen. Nicht schlecht. Dann können wir abzählen, wie viele Schreine uns noch fehlen. So. Sava. Oh, du musst dieser Voy sein, von dem man so viel hört. Eine Frage. Interessieren sich denn hylianische Voy für Archäologie? Ich mag es zwar nicht so aussehen, aber ich bin Archäologin. Und ich habe endlich die Inschrift auf diesen Monumenten entschlüsselt. Hier stehen vielleicht Sachen. Soll ich dir davon erzählen? Bestimmt, oder? Aber klar.
Na, wenn du darauf bestehst, dann erzähle ich dir jetzt alles. Da hätten wir zuerst das hier, das linke Monument. Sieben Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihr Geheimnis wird auf den 6 Monumenten bewahrt. Das steht da. Und dann das hier, das Monument rechts. Sieben Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihre 7 Kräfte münden im einzig wahren Heldenmut. So steht es da geschrieben. Als Hylianischer Woi kannst du das sicher nicht wissen, aber die Gerudo erzählen uns seit uralten Zeiten von den Kriegerinnen. Sie sollen die Gerudo beschützt und geleitet haben. Allerdings habe ich nicht sehr viel Information über sie gefunden. Außerdem ranken sich viele Mysterien um sie. Manche verehren alle 7, andere nur einzelne von ihnen. Wieder andere denken, es gibt nur eine Kriegerin, während die nächsten glauben, es waren in Wirklichkeit 8. Es gibt unter den Gelehrten viele verschiedene Ansichten dazu. Es gibt 8. Wir haben es im BOTW ja schon durchgespielt. Es gibt 8 Kriegerinnen. Die hier erwähnten einzig waren Heldenmut. Stützt meine Echtheit, dass die These nur von nur einer Kriegerin. Das allein ist schon eine unglaubliche Entdeckung. Aber wenn ich alle 6 Monumente finden könnte, fände ich bestimmt noch mehr über die Kriegerin heraus. Und diese Kugel, über die ich bei meiner Suche gestolpert bin, muss etwas mit der Sache zu tun haben. Irgendwas. Wenn ich das herausfinde, werde ich zum Star der Archäologengesellschaft. Aber leider habe ich bisher nur die beiden Monumente gefunden. Und da es in der Oberfläche keine zu geben scheint, müssen sie alle im Untergrund sein. Ach, wenn ich nur irgendwie an die Texte, an den Monumenten gelangen könnte. Ein Bild davon würde mir schon reichen. Ach komm, echt noch? Alle 7? Die Ärmsten. Das kann ich doch aufsprengen, oder nicht? Hey, pass auf, wo du hintrittst. Das sind stolze Kriegerinnen. Sie haben ein neuartiges Training durchgemacht, um so schnell wie möglich gegen die Gyptos kämpfen zu können. Training? Ich weiß nur aus zweiter Hand, aber es dient anscheinend dazu, sie in der Wüste beweglicher zu machen. Er ist schon eine Weile her, aber kurz nachdem Rijo Königin geworden war, geriet die Stadt in großer Gefahr. Danach entwickelte Rijo Pläne, um unsere Kriegerinnen stärker zu machen, aber alle davon verliefen im Sande. Da kam ihre Freundin Prinzessin Zelda zu Besuch und sagte, wer die Wüste beschützen will, muss sie beherrschen. Das brachte Rijo auf die Idee zu diesem neuartigen Training. Auch im Kampf gegen Gyptos scheint es leider nicht viel gebracht zu haben. Gyptos sind Monster. Die Lanzen unserer Kriegerinnen können ihnen anscheinend überhaupt nichts anhaben. Solch furchterregende Kreaturen hat es früher in unserer Wüste nicht gegeben. Beeindruckend, dass nicht mal das neuartigste Training unsere Kriegerin gegen sie geholfen hat. Falls du ihnen über den Weg läufst, versuche es gar nicht, sie mit Gewalt zu besiegen. Da hilft nur Weisheit und gute Vorbereitung. Diese verfluchten Gyptos, sie greifen uns immer wieder im Schutz des Sandsturms an. Ohne die Blitzschläge von Königin Rijo wären wir erledigt. Unsere Königin muss uns beschützen, obwohl es umgekehrt sein sollte. Wir sind einfach nicht stark genug. Königin Rijos Blitze haben eindeutig ihnen Schaden zugefügt. Wenn ich jetzt diese Lanze mit einem Elektro-Exalphos-Horn ausstatte, können wir uns dann auch so wirkungsvoll wehren? Allerdings ist ein Elektro-Exalphos-Horn ganz schön wertvoll. Gibt es ein Material, das als Ersatz verwenden könnte? Ah, mir tut alles weh. Es waren einfach zu viele. Je mehr wir besiegt haben, desto mehr sind nachgekommen. Nur woher? Ich verstehe, was du meinst, aber die Untergrundstadt ist klein und wir haben schon diese Ecke zum Trainieren. Eine aufwendigere Einrichtung ist hier einfach nicht möglich. Aber Kommandantin Tekla, wäre es nicht möglich, das Übungsareal wieder freizugeben? Bist du der Woi, der eine Zutrittserlaubnis bekommen hat? Wenn du dich so für das Übungsareal der Südoase interessiert, willst du wohl auch gern dort trainieren? Unsere Kriegerinnen feilen dort an ihrer Beweglichkeit in der Wüste. Stärke ist das eine. Moment, heißt es dann, dass wir da vielleicht die Sandstiefel kriegen? Wäre auf jeden Fall interessant. Egal. Stärke ist das eine, aber wer sich im Sand nicht mühelos fortbewegen kann, hat hier draußen schlechte Karten. Da sage ich's ja, wir müssen sofort wieder... Nein heißt nein. Wer die Wüste beherrschen will, darf sie nicht unterschätzen. In diesem Sandsturm zu trainieren, nach draußen zu gehen, wäre sicherer Selbstmord. Verstanden? Solange der Sandsturm tobt, gebe ich keine Erlaubnis und damit basta. Reden wir mal mit den ganzen Leuten. Seit dem Vorfall mit Ägyptus trainiert Barbie wie eine Wahnsinnige mit dem Speer. Dabei war sie es doch, die sagte, unsere Speere würden bei ihr nichts ausrichten. Ja, das Einzige, was irgendwie Effekt hatte, waren Rijos Blitzschläge. Alle Elementarwaffen helfen da. Statt mit dem Standardspeer zu üben, sollten wir sie vielleicht lieber mal mit einer Waffe fragen, die durch Elektrizität fließt? Durch die Elektrizität fließt. Auf keinen Fall, wenn du sie jetzt störst, wird sie dir nur sagen, dass du deinen Schwächen arbeiten sollst. Und wenn es ganz dumm läuft, dann müssen wir bei ihrem extremen Speertraining mitmachen.
Also du. Ich habe alle Kraft in meinen Speerschlag gesteckt, aber nicht mal die Spitze ist durchgekommen. Ihre Standfestigkeit und die Tatsache, dass sie vermehrt in Gruppen vorankommen, machen Gyptos sehr gefährlich. Wenn wir sie nicht besiegen, machen sie uns umzingelt. Bevor sie uns umzingelt haben, machen sie die uns fertig. Aber um das zu schaffen, kräftiges Speertraining. Sabak. Wenn du was von mir willst, fass dich kurz. Als Konsequenz aus der letzten Schlacht haben wir eine neue Einheit aufgestellt. Und jetzt sind wir mitten in der Ausbildung. Damit wir baldmöglichst einsatzbereit sind. Unsere erste Begegnung mit den Gyptos. Da hatten sie uns massiv in die Defensive zurückgedrängt. Sie waren nicht nur zahlenmäßig überlegen, sondern auch äußerst widerstandsfähig. Wir hatten alle Hände voll zu tun, das Leben unseres Stammesgenossinnen zu beschützen. Die Kämpferinnen, die den Ansturm der Gyptos an vorderster Front abfegen, sind verwundet und außer Gefecht. Sie zu rächen, in unsere Stadt zurückzukehren, ist unser Ziel. Deshalb bilden wir eine neue Einheit aus. Die Gyptos haben uns mitten ins Herz getroffen. Viele Kriegerinnen, die in der letzten Schlacht verwundet wurden, haben sich noch immer nicht erholt. Das Problem ist, dass wir mit Lanzen und Schild kämpfen und somit kein Schild halten können. Deshalb bilden wir jetzt eine Einheit aus, die sich mit Schildern schützt und mit Säbeln angreift. Wenn wir in der letzten Schlacht nicht Königin Rijos Blitzkraft gehabt hätten, wären wir wohl ausgelöscht worden. Wir müssen Rijo um jeden Preis beschützen. Auch dafür muss die neue Einheit schnellstens einsatzbereit sein. Dann haben wir wohl schon rausgefunden, was wohl die Fähigkeit sein wird. Also sowas wie Obosas Sache, nur dass wir halt einzelne Gegner nur angreifen können. Hey, wenn du etwas von mir willst, dann sprich mit mir. Die Übung darf nicht unterbrochen werden. Boah, was soll das? Das ist gefährlich, wenn du mich einfach anlaberst, während ich gerade hochkonzentriert bin. Ich übe hier nur Zielen. Stell dir vor, meine Hand rutscht ab und ich feuere einen Schuss ab. Kapiert, sprich mich auf keinen Fall an. Was passiert, wenn ich das da kaputt mache? Passiert dann was? Passiert nix? Ah. Monument der sieben Kriegerinnen. Eins ist hier. Und hier ist der Tempel abgebildet. Warum? Warum ist hier der Tempel abgebildet? Warum ist hier einfach ein Bild des Tempels? Ich fotografiere das einfach mal. Weil es bestimmt wichtig sein wird. Aber warum ist hier einfach... Naja, vielleicht zeigt das einfach nur, was wir machen müssen. Na egal. So, wir haben auf jeden Fall ein weiteres Ding für dich. Hier bitte. Was, du hast ein Monument gefunden? Schnell, zeig es mir. Da steht folgendes. Sieben Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihre Kraft sind Geist, können Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut. Ja, das ist ein bekannter Teil der Geschichte. Nur gab es bisher keine schriftlichen Zeugnisse. Was für eine großartige Entdeckung. Ich muss einfach wissen, was auf den Momenten steht. Hast du vielleicht noch etwas für mich? Oh, doch nicht. Sorry. Wegen der Monumente. Ach, das haben wir schon. Das haben wir schon. Gut. Da müssen wir jetzt hier rüber. Hier hinten ist bestimmt noch eins, oder? Ach, hier ist die Klasse. Oh, du bist dieser besondere Voi, von dem die Wache gesprochen haben. Ich bin Ashai. Ich bringe den Gerudo alles über Voi bei. Und du, kommst du mit Vai klar? Hast du vielleicht sogar eine Freundin? Naja, werden wir gleich sehen, aber ich wurde gerade gerufen. Wir sehen uns gleich wieder. Doch, da bin ich wieder. War nur eine kurze Frage. Und du, kommst du mit Vai klar? Hast du vielleicht sogar eine Freundin? Naja, sehr direkt. Ehrlichkeit ist attraktiv an einem Boy. Vai haben ein Gespür für sowas. Du darfst gerne einer Unterrichtsstunde beiwohnen, wenn du möchtest. Normalerweise dürfen Vai gar nicht in diese Stadt, also wäre es etwas Besonderes für die Klasse, wenn du vorbeikämst. Tagsüber finden die Stunden für die jüngeren Vai statt. Für die ist es noch etwas zu früh, einem Vai zu begegnen. Also vielleicht an einem Abend? Da werden die älteren Gerudo unterrichtet.
Das sind einfach Puppen, ne? Nein, irgendwie hier hinten ist noch was. Bro, Alter, what the fuck? Wie tief geht denn diese Stadt? Sava. Ich habe schon von der Wachen gehört, aber jetzt sehe ich es mit eigenen Augen. Wir haben tatsächlich einen Voi bei uns. Ganz schön beeindruckend, dass du es durch den Sandsturm geschafft hast. Oh, hast du dir dafür eine Sandrobbe geliehen? Habe ich nicht. Was? Du hast also keine geliehen? Hm. Das kann nicht sein. Es ist fast unmöglich, in diesem Sandsturm wilde Sandrobben zu finden. Aber gelaufen kann ja wohl kaum sein. Das ist mal völlig unmöglich. Hm. Ihr Voi seid mir schon Witzbolde. Du hast ja im Verleih im Rande der Wüste eine Sandrobbe geliehen, oder? Das ist der Verleih meiner Mutter. Dann auch nochmal Sava von mir. Sandrobben zu verleihen ist unser Familiengeschäft. Es ist zu gefährlich, im Sandsturm nach draußen zu gehen, also ist mein Laden derzeit geschlossen. Aber falls du etwas über Sandrobben wissen willst, kannst du mich gerne fragen. Schöne Bescherung. Solange der Sandsturm tobt, ist es mit dem Sandrobbenverleih Essig. Was tun wir nur? Wenn sich nichts ändert, verliere ich noch meine Arbeit. Hm, ob es am Ende eine Chance für mich ist? Ich könnte Königin Rijo bitten, Pflegerin für ihre Lieblingssandrobbe Patricia zu werden. Normalerweise ist ja Padru die Kikirin. Aber dies im Moment mit all den seltsamen Monstern, die erscheinen, sind genug zu tun. Vielleicht habe ich ja Glück im Unglück und kann mir eine gute Stelle sichern. Ach du Kacke, what the fuck geht hier ab? Das ist scheinbar... Dann am Ende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Krieger. Ich glaube, hier muss ich die Bälle dann hinbringen wahrscheinlich, ne? Sorry, ich muss hier raus, mein Freund. Aha. Ich weiß, was ich hier machen muss. So. Moment, in welche Richtung muss ich das drehen? So. So. So gehört sich's. Ich habe vergessen, dass ich immer noch den Kack habe, ne? Also noch zwei weitere muss ich finden. Moment, habe ich? Ich habe noch Platz, ja. Okay. Die Truhe mit. Ein Fuffi. Ja, da waren wir schon, da ist nix. Hm. Wir haben eine weitere finden können. Ich muss einfach mal gucken, was da unten, wo es da unten lang geht. Weil es sieht sehr interessant aus. Ob die Königin klarkommt, ich sollte ihr vielleicht auch folgen. Nein, meine Aufgabe ist es, mich um die ehrwürdige Patricia zu kümmern. Es steht mir nicht zu, eigenmächtig meinen Posten zu verlassen. Obwohl, weit wäre es ja nicht. Nur mal eben hier durch, dann wäre ich bei der Nordruine und ich könnte nach dem Rechten sehen. Überall treiben sich diese verachtungswürdigen Monster herum. Ach, ich hätte unter Denix darauf bestehen sollen, dass sie mich mitnimmt. Also die Richtung ist sie. Tal der stürmenden Statue. Seltsam. Ich wollte mir nur die Beine vertreten. Da habe ich mich an diesem seltsamen Ort verirrt. Warum muss hier auch alles gleich aussehen? Da kann doch niemand mehr von links nach rechts unterscheiden. Angeblich wurde ja alles vor der ewigen Zeit gebaut. Ich werde wetten, die Bauer selbst haben sich hier schon dauernd verlaufen. Was soll das denn? Ist es ein Hobby, Ante bei ihrem Selbstgesprächen zu belauschen? Ach, du bist doch dieser Voi, oder? Als junge Voi hatte ich mich sicher vor dir erschreckt, aber in meinem Alter habe ich mich an Voi satt gesehen. Du bist sicher enttäuscht, dass ich so gelassen reagiere. Hm? Tja, jedenfalls musst du mich jetzt entschuldigen. Ich habe Durst, da gehe ich vielleicht mal Richtung Bar. So, hier unten muss irgendwo Rijo sein. Okay, das ist gerade runtergebrochen. Okay. Alles klar, hier unten ist tatsächlich Treibsand. Als ob es jetzt hier in dieser Wüste Treibsand gibt, Bro. Was gibt es denn noch alles hier?
Was zum Geier muss ich hier machen? Hier sind einfach mal Lichter. Lichterquellen. Ich meine, was ich gucken muss. Da gibt es doch eigentlich ganz einfache Lösungen, oder nicht, dafür? Und zwar... Wir haben doch Scheinwerfer, oder nicht? Einfach am Schild ran und leuchten. Die Lichtquelle reicht wohl nicht aus, hm? Ha, interessant, interessant. Naja. Da geht's runter. Da geht's auf. Aha, zwei. Interessant. Eine Ritterhellebarde, die durch die Wand geglitscht ist. Okay. Kann ich hier noch irgendwas kaputt machen, außer das da drüben? So, hier ist nichts, ne? Ah, ne, hier ist nichts. Hier ist keine dieser Ruinen oder sonst was. Ich glaube, also nächste Folge gehen wir zu Riju. Aber jetzt gehen wir noch nicht zu ihr. Ich will erstmal dieses Rätsel hier lösen. Weil ich wäre hier sonst runtergefallen, aber da ist halt noch nichts. Muss ich vielleicht echt diese Dinger erstmal mit... muss ich sie einzeln oder alle gemeinsam anleuchten? Mann, jetzt habe ich auch so ein B gedrückt schon ab. So. Ich habe doch irgendwo ein Schild mit Schein. Ne, haben wir nicht. Ein Schild mit Scheinwaffe haben wir nicht. So. Auf jeden Fall zwei sollte ich mal raus tun. Spiegel. Gut. Erste Statue. Zweite. Okay, what the hell geht hier ab? Ich glaube, ich muss das mitnehmen und irgendwie da drüben schauen, dass es reinleuchtet. Schafft es, wenn ich es einfach nur halte? Komm, bleib unten. Perfekto. Dann haben wir das. Jetzt haben wir hier drei. Ach du Kacke. Ich höre hier irgendwas. Warum höre ich hier immer noch, als würde sich das bewegen? Okay. Ach, hier ist auch eine Höhle, also ist das immer joi, okay. Ah, Alter, das ist... scheiße laut gerade in meinem Ohr.
So. Ja, einfach mal kurz mit der Ritterhelle da, die scheiße schwach ist, wenn man sie nicht synchronisiert. So. Ah, der Königsbogen scheint stark zu sein. So. Dann mal hier einmal eine Truhe, wo was drin ist. Opas. Und hier haben wir ein Sonnenschild. Nehmen wir gleich wieder auf den Boden schmeißen und fotografieren. So. Gut. Dann sind wir hier durch, glaube ich. Ja? Ich glaube, das Schild kann ich wieder zurück desinisieren, weil sonst geht es ja richtig schnell kaputt, wenn ich mich nicht täusche. Meine Ohren. Aber hier passiert halt echt nichts weiteres, ne? So. Gut, dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gehen wir diesen Gang hier weiter und schauen, dass wir Rizu erreichen. Und hier die Plattform, die bricht ab. Genau. Wir gehen nächste Folge hier weiter und schauen, dass wir Rizu erreichen. Ciao. Euer Gladius.